So, dann auch von meiner Seite herzlich willkommen zu der Veranstaltung. Ich freue mich unglaublich, dass so viele Kolleginnen und Kollegen aus ganz vielen Hochschulen, aus ganz vielen Bundesländern zu dieser Veranstaltung erschienen sind. Und ich bin fast ein bisschen überrascht, dass es doch so viele geworden sind, weil für uns Juristinnen und Juristen ist es jetzt nicht so ganz selbstverständlich, dass zu einem rechtlichen Vortrag dann doch so viele Menschen kommen und das auch noch freiwillig. Und auch noch an einem Vormittag. Also von daher freue ich mich ganz besonders, dass Sie da sind. Wir wollen uns jetzt heute in meinem Vortragsteil mit der Frage beschäftigen, wie eigentlich sich künstliche Intelligenz, also insbesondere dann die generative künstliche Intelligenz, so wie wir sie bei ChatGPT und bei anderen Systemen kennengelernt haben in den letzten Monaten und noch weiter kennenlernen werden, wie sich denn diese Systeme zum Urheberrecht verhalten. Und dem Ganzen wollen wir uns jetzt mal so ein bisschen nähern in den nächsten vielleicht 30 bis 45 Minuten. Und wir fangen mal damit an, dass ich Ihnen zunächst hier ein Bild zeige. Das haben Sie schon auf der Startseite jetzt gerade von meiner Präsentation gesehen. Und dieses Bild, das wird uns später auch nochmal im Verlauf des Vortrags begegnen. Das stammt aus dem Jahr 2022 von Jason Michael Allen, der hat dieses Bild bei einem Fine Art Contest, also bei einer Competition, hat er das eingereicht in Colorado, hat dort den ersten Platz gewonnen. Und das Besondere an dem Bild ist eben, dass es nicht von ihm gezeichnet wurde, sondern dass das ganz maßgeblich auf dem Einsatz einer künstlichen Intelligenz, nämlich von Midjourney, beruht und dann später von ihm noch abgescaled und nachbearbeitet wurde. Und das wird uns, wie gesagt, später nochmal begegnen, dieses Bild. Und da werden wir uns dann unter anderem eben die Frage stellen, wie es denn eigentlich mit der Rechtsinhaberschaft an diesem Bild aussieht. Bevor wir damit einsteigen, einen ganz kurzen Überblick zu den Fragestellungen und Themen, die ich jetzt in diesem kleinen Vortrag behandeln möchte. Ich habe das mal in vier Teile aufgebrochen. Frau Videra hat das auch schon angedeutet, worum es in dem Vortrag gehen wird. Und zwar werden wir uns als erstes mal, also wenn man sich so anschaut, die Entstehung von KI-generierten Werken, werden wir uns als erstes mal die Frage stellen, wie es eigentlich aussieht mit dem Training von KI-Systemen, denn von nichts, man sagt ja immer, von nichts kommt nichts, und so ist es auch bei künstlicher Intelligenz. Das heißt, damit diese Systeme funktionieren, muss ich die erstmal mit Informationen füttern, und die Informationen, die da genutzt werden, also diese Trainingsdaten und Trainingsinhalte, das können eben auch urheberrechtlich geschützte Werke sein. Das heißt, wir werden uns zunächst mal die Frage stellen, wie ist eigentlich die Urheberrechtssituation beim Training oder bei der Erstellung von KI-Systemen. Dann im zweiten Schritt wollen wir uns dann die Frage stellen, wie sieht es mit dem Output aus? Also wenn ich jetzt als Nutzer einen Prompt an ein solches System stelle und das wirft mir dann irgendein Ergebnis aus, stellt sich die Frage, okay, wie ist das eigentlich zu bewerten, was da rauskommt? Ist das eigentlich urheberrechtlich geschützt? Stehen mir als Nutzer da irgendwelche Rechte zu oder stehen vielleicht dem Hersteller oder dem Programmierer, der Programmiererin dieser KI, stehen der irgendwelche Rechte zu? Also wie sieht da die Situation aus? Dann im dritten Schritt würde ich gerne die Frage stellen, wie sieht es eigentlich aus, wenn der Output, den ein solches KI-System erzeugt, wenn dieser Output selbst wieder eine Urheberrechtsverletzung darstellt, beispielsweise, weil eben bei dem Output ein urheberrechtlich geschützter Text oder ein urheberrechtlich geschütztes Werk wiedergegeben wird, das vielleicht in den Trainingsdaten oder Trainingsinhalten enthalten war und jetzt von der KI eben reproduziert wird bei dem Output. Und dann fragen wir uns zunächst mal, ist es überhaupt möglich? Ja, und wenn ja, wer haftet eigentlich für eine solche Urheberrechtsverletzung? Und dann im dritten Schritt würde ich dann die ersten drei Schritte quasi wieder zurückgehen und würde dann jeweils immer die Frage stellen, wie sieht es eigentlich aus? Ist die Situation eigentlich befriedigend aktuell? Gibt es da Regulierungsbedarf und gibt es vielleicht auch schon Regulierungsansätze? Und da werden wir sehen, dass es da durchaus auch Bewegung gibt. Denn insgesamt ist es so, also dieser ganze Bereich künstliche Intelligenz, das ist eine technische Entwicklung, die jetzt in den letzten Monaten enorm an Fahrt aufgenommen hat und die eben für uns im Bereich des Rechts uns vor ganz enorme Herausforderungen stellt. Einerseits eben hinsichtlich der Handhabung mit unseren aktuellen Regelungen,
Andererseits aber genauso auch eben mit der Frage, wie es denn zukünftig gehandhabt werden soll. Und da sind gerade eine Vielzahl von Regulierungsansätzen im Gange. Man kann schon sagen, so als Jurist, ja, what a time to be alive, um das gerade so mitzuerleben und auch bis zu einem gewissen Grad auch mitzugestalten. So, fangen wir zunächst mal an mit der Frage eben Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke für die Erstellung oder für das Training von künstlicher Intelligenz. Das ist in den letzten Monaten immer wieder mal hochgekommen, dieses Thema. Und zwar wurde immer wieder auch die Frage aufgeworfen, ist das nicht ein unglaublicher Diebstahl, der da stattfindet? Also da werden Trainingssätze, ganz große Korpora an Trainingsdaten werden da erstellt. Und diese KI-Systeme, diese neuronalen Netze, die analysieren das, stellen da Gemeinsamkeiten, statistische Überlappungen stellen die fest und werden dann später noch ein bisschen feingetunt, aber werden im Wesentlichen aus diesen Inhalten trainiert und werden dann erst durch diese Inhalte in die Lage versetzt, später dann auch selbst sinnvollen Output zu erzeugen. Und wie gesagt, das ging auch immer so ein bisschen durch die Presse und da ist manchmal ein bisschen auch der Eindruck entstanden, als wäre das irgendwie ein vollkommen unregulierter Bereich, also als könnten die Hersteller, die Programmiererinnen und Programmierer von KI-Systemen, als könnten die irgendwie machen, was sie wollten und als wäre das ein einziger riesengroßer Diebstahl, der so wie im Wilden Westen überhaupt nicht reguliert wäre. Und jetzt wollen wir uns mal kurz anschauen, wie denn die Regularien dazu sind. Und anders als der Eindruck, der da manchmal in der Öffentlichkeit entstanden ist, ist es so, dass es da durchaus bereits Regulierungen gibt und durchaus auch gesetzliche Vorgaben gibt. Und die wollen wir uns mal ganz kurz anschauen. Entschuldigung. Gut, das ist jetzt ein bisschen viel Text, was Sie da sehen. Andererseits, Sie haben einen juristischen Vortrag bestellt, bitteschön, dann bleibt das nicht aus. Ich gehe vielleicht nochmal eins zurück, dass wir uns eine Vorschrift nach der anderen vielleicht anschauen. Ich will auch nicht allzu stark ins Detail gehen, nur so viel kurz aus juristischer Sicht. Also wenn man sich urheberrechtliche Werke anschaut und sich fragt, also wie erfasst denn eigentlich unser Rechtssystem urheberrechtliche Werke, also zum Beispiel einen Text, der von einer natürlichen Person geschrieben ist und der halt die Anforderungen an ein urheberrechtlich geschütztes Werk erfüllt, dann ist es so, dass das Urheberrechtsgesetz im Prinzip so funktioniert, dass es dem Urheber oder der Urheberin so eine ganze Reihe an Ausschließlichkeitsrechten zukommen lässt. Das heißt also, bestimmte Handlungen an diesem Text darf nur Urheber oder Urheberin vornehmen. Wenn ich also als dritte Person diese Handlungen vornehmen möchte, muss ich entweder Urheber oder Urheberin um Erlaubnis fragen oder ich muss ins Gesetz schauen und mal nachgucken, ob es vielleicht eine Vorschrift gibt, die mir das erlaubt. Und wenn ich nun als Programmierer eine KI trainieren möchte, dann brauche ich einen Satz von Trainingsdaten, einen Korpus an Trainingsdaten, also irgendwie eine Art von Datenbank, in der ich möglichst viele Inhalte, möglichst viele Daten reinbringe. Und wenn ich diese Datenbank erstelle, dann ist es erforderlich, dass ich diese Inhalte, die ich da reinbringen möchte, die muss ich vervielfältigen, damit sie in diesem Korpus auftauchen. Und diese Vervielfältigung, die stellt einen Eingriff in die urheberrechtlichen Verwertungsrechte dar. Und dafür brauche ich dann eben eine Erlaubnis als Programmierer eines KI-Systems. So, und diese Erlaubnis könnte ich einerseits bekommen, indem ich mit den Rechtsinhaberinnen und Rechtsinhaber irgendwie über die Einräumung eines Nutzungsrechts verhandle. Ich kann aber auch schauen, ob mir nicht das Gesetz unter bestimmten Voraussetzungen diese Vervielfältigungshandlung erlaubt. Und es ist tatsächlich so, dass das deutsche Urheberrechtsgesetz in zwei Vorschriften Vervielfältigungen für Zwecke des Text- und Data Mining erlaubt. Und das sind zwei Vorschriften, auf die ich zurückgreifen kann, wenn ich einen Urheberrecht oder wenn ich ein KI-System mit Trainingsdaten trainieren möchte. Das sind zum einen der Paragraph 44b. Ich sehe gerade, das ist ein Tippfehler. Das hatten Sie vorhin mit der Frau Videra, dass man gerne bei Präsentationen dann, wenn man sie hält, fällt einem erst auf, dass ein Tippfehler drinnen ist. Das ist also nicht der 44a oder der 44b. Haben wahrscheinlich ohnehin alle 250 Teilnehmer dieser Veranstaltung sofort erkannt, dass ein offensichtlicher Tippfehler ist. Also im 44b Urheberrechtsgesetz gibt es so eine Vorschrift,
die Vervielfältigungen für die automatisierte Analyse von Werken erlaubt. Das ist so eine allgemeine Text- und Data-Mining-Vorschrift. Und dann gibt es noch im 60D eine, die ist so ein bisschen spezieller, die ist für die wissenschaftliche Forschung und die ist ein bisschen großzügiger und erlaubt es dann beispielsweise, dass dieser Korpus, der da entsteht, dass der dann auch noch aufbewahrt wird, einerseits vielleicht für die Kontrolle oder für die Überprüfung der wissenschaftlichen Qualität oder Ähnlichem. Wir schauen uns jetzt vor allem mal den Paragraphen 44a an und da sehen wir also, dass der Paragraph 44a, jetzt habe ich es wieder gesagt, den 44b schauen wir uns an und stellen fest, dass der 44b, dass der eben Vervielfältigungen von Werken unter bestimmten Voraussetzungen zulässt, wenn die eben für Zwecke des Text- und Data Mining genutzt werden. Und ein wesentlicher Kern dieser Vorschrift ist, dass die Urheberrechtsinhaberinnen und Rechtshaber diesen Vervielfältigungshandlungen nicht schutzlos ausgeliefert sind, sondern sie können diesen Vervielfältigungshandlungen widersprechen. Das ist im Absatz 3 geregelt. Da heißt es, Nutzungen sind nur zulässig, wenn der Rechtsinhaber sich diese nicht vorbehalten hat. Das heißt, ich kann also als Rechtsinhaber einen Rechtevorbehalt an meinem Werk anbringen, kann also die Nutzung für Text- und Data Mining kann ich untersagen. Und das muss ich bei online zugänglichen Werken in einer maschinenlesbaren Form, muss ich das tun. Und es gibt mittlerweile eine Reihe von Rechtsinhaberinnen und Rechtsinhabern, die das machen. Und diese Möglichkeit, also das nennt man auch die Opt-out-Möglichkeit, von der wird jetzt in immer stärkerem Umfang Gebrauch gemacht. Das ist nicht ganz einfach, das maschinenlesbar umzusetzen. Es gibt aber erste Ansätze dafür, das zu tun. Entschuldigung. Insbesondere gibt es ein TDM Reservation Protocol, das entwickelt wurde. Also das sind so Informationen, die in Metadaten untergebracht werden können. Und da kann ich eben als Rechtsinhaber dann in den Metadaten von meinen digitalen Werken diesen Widerspruch anlegen und dann dürfen die nicht für Text- und Data Mining verwendet werden. Diese Umsetzung des Opt-out gilt in der Praxis noch als relativ schwierig. Es wird sich jetzt zeigen in der Zukunft, wie gut sich das tatsächlich umsetzen lässt. Mir ist aber wichtig, die Feststellung, dass wir sehen, also der Gesetzgeber sieht, dass es erforderlich sein kann, urheberrechtlich geschützte Werke für Trainingsdaten zu nutzen und dass eben jedenfalls der Versuch besteht, über 44b, 60d da einen Ausgleich zu schaffen, indem eben die Rechtsinhaberinnen und Rechtsinhaber bei dem kommerziellen Text- und Data Mining, also außerhalb der wissenschaftlichen Forschung, dass sie da diesen Opt-out erklären können. Gut, gehen wir mal weiter zum nächsten Punkt, urheberrechtlicher Schutz von KI-Output. Also jetzt stellen wir uns die Frage, oder wir haben jetzt die Situation, dass wir eben eine KI haben, die haben wir jetzt schön trainiert mit urheberrechtlich geschützten oder nicht urheberrechtlich geschützten Trainingsdaten, wie auch immer. Jetzt haben wir also diese KI und diese KI, die wirft jetzt auf menschliche Eingaben hin, wirft die jetzt eben einen Output raus, also erzeugt Ergebnisse, erzeugt generative Ergebnisse, die dann eben in Textform bestehen können oder die wie bei Midjourney oder bei anderen Systemen auch in Bildform oder in anderer Form existieren können. So, und jetzt stellt sich die Frage, ob eigentlich dieser Output, den diese Systeme auswerfen, ob dieser Output irgendwie rechtlich geschützt ist. Und diese Frage ist durchaus relevant, also nicht nur für die Programmierer von oder für die kommerziellen Programmierer von so KI-Systemen, sondern das kann auch durchaus relevant sein für Hochschulen oder für Hochschulprojekte, wenn ich beispielsweise Chatbots selbst erstelle oder wenn ich selbst generative KI-Systeme aufsetze, dann ist die Frage, wenn die etwas auswerfen, ist das eigentlich ein urheberrechtlich geschütztes Werk? Kann ich da als Hersteller oder Herstellerin eines solchen KI-Systems irgendwelche Rechte ableiten oder kann ich als Nutzer eines KI-Systems, kann ich da ein Recht geltend machen an diesem Prompt, so ähnlich wie es eben der Herr Allen, der uns schon vorhin begegnet ist mit seinem KI-Werk, es gegenüber dem US Copyright Office dann letztendlich versucht hat. So, und um sich der Frage so ein bisschen anzunähern, lohnt ein Blick ins Urheberrechtsgesetz in den Paragraphen 2 und da sehen wir im 2 Absatz 2 eine Definition, was denn eigentlich ein urheberrechtlich geschütztes Werk ist. Und da sagt das Urheberrechtsgesetz, urheberrechtlich geschützte Werke sind nur Werke, die wir als persönliche geistige Schöpfungen qualifizieren können.
Und daraus leitet man ganz traditionell, das macht man also wirklich schon immer so, auch in praktisch allen Rechtsordnungen der Welt wird das so gemacht, leitet man ab, dass eben hinter einem Berg auch eine Person stehen muss. Und mit einer Person ist eine natürliche Person gemeint. Also das Werk, das ja Ausdruck der Individualität einer Person ist, muss also auch auf die Individualität eines echten Menschen, also auf eine kreative Entscheidung eines echten Menschen rückführbar sein. Und das führt dazu, dass eben Werke, die nicht auf einer menschlichen Entscheidung beruhen, dass eben solche Werke keinen Urheberschutz genießen. Und das betrifft jetzt, also es wird natürlich aktuell sehr stark am Beispiel von KI-generierten Werken diskutiert. Die Frage ist aber eigentlich schon älter, weil wir immer wieder auch schon Situationen hatten, wo eben nicht menschliche Werke entstanden sind. Und ein schönes Beispiel sehen wir hier auf der rechten Seite, das ist das berühmte Affen-Selfie, das in der Weise entstanden ist, dass ein Fotograf, der im Dschungel unterwegs war und eine Affenkolonie fotografiert hat, dass sich einer dieser Affen den Fotoapparat geschnappt hat und die Tiere sind halt sehr neugierig, hat dann mit diesem Fotoapparat so ein bisschen rumgespielt und hat dann mehr oder weniger aus Versehen das berühmte Affen-Selfie geschossen. Und das ist eben ein bekanntes Bild geworden, bei dem sich genau diese Frage gestellt hat, wie es denn eigentlich mit dem Urheberschutz aussieht. Und nach deutschem Urheberrecht, genauso übrigens auch nach US-amerikanischem Urheberrecht, können solche Werke urheberrechtlich nicht geschützt sein, weil eben in diesem Werk nicht die Individualität eines Menschen zum Ausdruck kommt. Jetzt könnte man sagen bei dem Affen-Selfie, ja, aber Moment, das ist doch zustande gekommen mit dem Equipment, mit der Technik, die der Fotograf mühsam, weiß nicht, wie schwer die Kamera war, ja, aber mühsam vielleicht in den Dschungel geschleppt hat und dort mühsam aufgebaut hat. Und vielleicht hat er ja auch ganz lang gespart, um sich dieses Investment, diese teure Kamera leisten zu können. Dann stellt sich die Frage, spielt es eine Rolle für den Urheberschutz? Nein, tut es nicht, weil es kommt nur darauf an, dass ich eine persönliche geistige Schöpfung habe. Und das zur Verfügung stellen von Equipment oder das Investment in Equipment stellt für sich genommen keine individuelle schutzfähige Leistung im Sinne des Urheberrechts dar. Und das führt eben dazu, dass das Affen-Selfie rechtlich nicht geschützt ist. Und das Gleiche gilt auch für KI-generierte Erzeugnisse. Das heißt also, wenn ich jetzt das Bild nicht durch einen Affen generieren lasse, sondern durch ein neuronales Netz, das ich eben lange trainiert habe, dann ist dieses Erzeugnis, was da an sich mal rauskommt, das ist für sich genommen keine persönliche geistige Schöpfung, weil ich es eben nicht auf die Individualität einer Person zurückführen kann, sondern weil es ein reines technisches Erzeugnis ist. So, heißt das jetzt, dass KI-generierte Erzeugnisse niemals rechtlich geschützt sein können? Nein, das heißt es nicht. Ja, es gibt schon Situationen, wo man über einen Rechtsschutz nachdenken kann. Wir schauen uns gleich mal ein Beispiel an, wo man das zumindest mal diskutieren kann. Es ist aber so, dass ich immer einen, für den Urheberschutz immer einen irgendwie gearteten menschlichen Input brauche. Also das kann zum Beispiel eine Eingabe sein, also ein Prompt könnte ein urheberrechtlich geschütztes Werk sein, wobei ich da sehr zurückhaltend bin, weil die Prompts meistens weniger auf die Individualität eines Menschen zurückgehen, als vielmehr so eine eher technische Anweisung an dieses System enthalten. Aber es ist zumindest vorstellbar. Dann kann es sein, dass KI-Output eigenschöpferische Anteile von Menschen enthält, dann ist zwar der KI-Output als solcher nicht urheberrechtlich geschützt, beinhaltet aber möglicherweise ein schutzfähiges Werk, was vom Nutzer stammt. Also wenn ich zum Beispiel ein Übersetzungsprogramm verwende und ich verfasse einen deutschsprachigen Text und speise den in dieses Übersetzungsprogramm ein und lasse das KI-unterstützt übersetzen ins Englische beispielsweise, dann ist zwar diese KI-Leistung, also diese Übersetzungsleistung an sich, ist kein urheberrechtlich geschütztes Werk, aber in diesem englischsprachigen Output, das stellt eine Bearbeitung oder eine Umgestaltung von meinem originalen Werk, von meinem deutschsprachigen Werk dar. Das heißt, die Verwertung dieser englischsprachigen Übersetzung, also die Vervielfältigung zum Beispiel dieser englischen Übersetzung, stellt immer auch eine Vervielfältigung des deutschen Textes dar, der in dieser Übersetzung drinnen steckt.
Das heißt, dann hätte ich einen Urheberschutz am KI-Output, ist aber so ein bisschen gemogelt, weil ja eigentlich der KI-Output gar nicht geschützt ist, sondern einfach nur eine Veränderung von dem Werk beinhaltet, was ich eben in die KI reingegeben habe. Und dann ist es denkbar, dass ich als Mensch, als Individuum mit einer eigenständigen kreativen Leistung einen KI-Output noch weiter bearbeite und dann eben quasi den Output nochmal verändere und an diesen Veränderungen ein Urheberrecht entsteht. Dazu schauen wir uns gleich mal ein Beispiel an. Und dann ferner nur der Vollständigkeit halber nur noch erwähnt, es kann mal sein, je nach Einzelfall kann es mal sein, dass bestimmte KI-generierte Erzeugnisse so ganz punktuellen Rechtsschutz bekommen. Also das ist beispielsweise denkbar, also es gibt neben dem Urheberrecht gibt es noch Leistungsschutzrechte und es gibt so bestimmte organisatorisch-technische Leistungen, die so ähnlich geschützt werden wie urheberrechtliche Werke. Da fallen zum Beispiel Datenbanken drunter, also so große Datensammlungen unter bestimmten Voraussetzungen, wenn ich da einen gewissen Aufwand, ein gewisses Investment reinstecken musste, dann bekommt der Datenbankhersteller ein Leistungsschutzrecht an dieser Datenbank. Und da kann es natürlich sein, dass bei der Erstellung dieser Datenbank, dass da in irgendeiner Form ein KI-System eingesetzt wurde. Und dann kann es sein, dass dieser Output eben als Teil der Datenbank über das Leistungsschutzrecht des Datenbankherstellers geschützt ist. Das ist dann aber ein sehr punktueller Schutz, jetzt am Beispiel der Datenbank, weil der Datenbankschutz beispielsweise sich nicht auf die einzelnen Datenbankelemente erstreckt, sondern dann nur so die Datenbank als Ganzes oder wesentliche Teile davon betrifft. Aber wichtig nur der Hinweis, dieser leistungsschutzrechtliche Schutz, der ist, wenn er überhaupt entsteht, ist der meistens nur punktuell, ist nicht vergleichbar mit einem Urheberschutz, wie er eben entstünde, wenn ein Mensch einen Text verfasst. So, jetzt schauen wir uns mal ein konkretes Beispiel zu der Frage Bearbeitung von KI-Output an. Und jetzt komme ich wieder zurück auf unseren Einstiegsfall von Jason Michael Allen, der dieses Werk eben bei der Colorado State Fair 2022 eingereicht hat. Und wir sehen jetzt hier auf der rechten Seite das Werk, so wie es auch ausgezeichnet wurde bei diesem Wettbewerb. Und wir sehen jetzt auch, wie das Werk zustande gekommen ist. Auf der linken Seite sehen wir das Image, das er eben von Midjourney hat erstellen lassen. Und dieses Bild ist nochmal nachbearbeitet worden von ihm. Und zwar hat er das durch einen Upscaler geschickt. Also hat das quasi Upscaling, damit meint man, dass eben die Detailschärfe erhöht wurde. Aber dieser Upscaler ist auch wieder ein KI-System. Und dann hat er mit Einsatz von Photoshop noch kleinere Bearbeitungen vorgenommen. Er hat so Artefakte entfernt und hat einige Details noch nachbearbeitet. So, für dieses Werk wollte nun der Künstler Urheberschutz in Anspruch nehmen. Er hat versucht, das Werk beim US Copyright Office zu registrieren. Und das läuft so, also ganz kurzer Exkurs ins US-amerikanische Urheberrecht. Also im US-amerikanischen Urheberrecht entsteht der Urheberschutz auch mit der Schöpfung des Werkes. Also das ist so ein Automatismus, so ähnlich wie es auch im deutschen Recht ist. Es gibt dann aber noch das US Copyright Office, wo man Werke registrieren kann. Und die Registrierung von Werken, die ändert nichts daran, ob das Werk schutzfähig ist oder nicht, aber die ist erforderlich, wenn ich aus einem urheberrechtlich geschützten Werk vor Gericht zum Beispiel einen Unterlassungsanspruch oder sowas geltend machen möchte. Also so für die gerichtliche Durchsetzung muss es sich halt um ein registriertes Werk handeln. Und das USCO, das prüft dann die Schutzfähigkeit des Werkes bei der Registrierung. Und da gibt es jetzt eben eine Entscheidung. Es gibt jetzt zuerst eine Entscheidung zu diesen KI-Fragen. Und im Fall von diesem Werk hat eben das US Copyright Office entschieden, dass diese Bearbeitung nicht ausreicht, um einen Urheberschutz zu begründen, weil sie eben für sich genommen wiederum nur zum Teil auf den menschlichen Input zurückgeht. Und dieser menschliche Input eben allenfalls darin bestanden hat, kleine Artefakte zu entfernen oder irgendwelche Details zu entfernen. Aber der Gesamteindruck des Werkes ist eigentlich durch die Bearbeitung gar nicht im Wesentlichen verändert worden, sondern es wurde nur die Detailschärfe erhöht und das eben auch wieder größtenteils durch Einsatz von KI-Systemen. Deswegen hat das US Copyright Office hier die Registrierung abgelehnt. Und ein deutsches Gericht würde nach meiner Einschätzung die Situation ganz ähnlich beurteilen, würde also auch sagen, also hier reicht die Bearbeitung nicht aus. So, was hätte unser Künstler machen müssen, um einen Urheberschutz zu bekommen? Naja, wenn er dieses Werk auf der linken Seite, das Midjourney Image, wenn er das als Basis genommen hätte,
und dann beispielsweise dieses Werk ausdruckt, auf eine große Leinwand druckt und dann nochmal selbst Hand anlegt, so ganz klassisch mit Farbe und Pinsel oder mit Zeichenstiften und dann auf diesem Werk basierend irgendwie weiterarbeitet, dann kann es schon durchaus sein, dass diese Bearbeitung dann einen Urheberschutz entstehen lässt. Allerdings, das ist auch wichtig, ist es so, dass die Bearbeitung dann sich nur auf die der Urheberschutz, Entschuldigung, der würde sich nur auf die Zutaten durch den Künstler erstrecken. Also es wären dann nur diese zusätzlichen Zutaten wären geschützt. Und wenn ich jetzt das Werk, so wie es der Künstler von Midjourney bekommen hat, als zweiter Künstler nehme und eine unabhängige zweite Bearbeitung mit eigenen Veränderungen vornehme, ist das ohne weiteres möglich, weil dann benutze ich ja nur das nicht urheberrechtlich geschützte KI-generierte Werk und nicht die urheberrechtlich geschützte Bearbeitung, die durch den Nutzer entstanden ist. Okay, gehen wir mal einen Schritt weiter. Wir haben uns jetzt also die Frage gestellt, wie sieht es aus mit dem Rechtsschutz, mit dem Entstehen des Rechtsschutzes? Und Sie merken schon, da wird es in Zukunft Diskussionen geben, ob man das so lässt oder ob man da vielleicht eine Änderung herbeiführt. Das schauen wir uns dann gleich im rechtspolitischen Teil am Ende an. Jetzt kurz noch ein bisschen was zu Urheberrechtsverletzung. Also KI-Systeme können auch Output generieren, der selbst wieder urheberrechtlich geschützt ist. Auf der linken Seite mal ein ganz simples Beispiel, das ich selbst mal mit ChatGPT erzeugt habe. Da habe ich ihn mal gefragt, ob er mir denn sagen kann, wie das Gericht Erlkönig von Johann Wolfgang von Goethe lautet. Und dann wird das eben von ChatGPT hier ausgeworfen. Das ist jetzt urheberrechtlich unproblematisch, weil Goethe schon länger als 70 Jahre tot ist. Mir fällt gerade ich wusste es mal, wann er verstorben ist, mir fällt es gerade nicht ein, aber man hat ihn länger nicht mehr gesehen. Ich glaube, es ist länger als 70 Jahre her. Also wird er lang genug verstorben sein. Also die Werke von Johann Wolfgang von Goethe, die sind auf jeden Fall schon, wären urheberrechtlich geschützt, wenn sie jetzt entstünden, sind aber wegen Ablaufs der Schutzfrist nicht mehr urheberrechtlich geschützt. Deswegen wird hier zwar was ausgeworfen von ChatGPT, dass die Voraussetzungen für den Urheberschutz erfüllt, aber wegen Ablaufs der Schutzfrist unproblematisch ist. Es kann aber durchaus sein, dass ChatGPT auch mal Werke auswirft oder mal etwas macht, was urheberrechtlich anders zu beurteilen ist. Und da habe ich mal ein Beispiel gefunden von einem Nutzer, der hat das auf Twitter gepostet. Da hat er als Prompt angegeben, write a song about the death of the rock pioneer Buddy Holly in the style of Don McLean, mentioning a Chevrolet and a Levy. Und ChatGPT entwirft hier ein Lied. Und wenn wir uns das anschauen, dieses Lied, dann oder diesen Song, dann sehen wir, oh, das kommt uns aber irgendwie bekannt vor, was ChatGPT da auswirft. Insbesondere der Chorus, Bye Bye Miss American Pie. Da werden doch Erinnerungen wach an einen bekannten Folksong aus den USA, nämlich an American Pie von Don McLean aus dem Jahr 1971. Und der Text ist nicht vollständig identisch mit diesem Songtext. Wenn man sich das jetzt aber urheberrechtlich anschaut, wird man Folgendes feststellen müssen. Naja, die Imitation des Stils von Don McLean, das wäre wohl urheberrechtlich unproblematisch, also weil ein Musikstil als solcher ist urheberrechtlich nicht geschützt, aber die einzelnen Lieder des Künstlers, die sind es natürlich. Und am Urheberrechtsschutz nimmt nicht nur das Lied und die Melodie als solches teil, sondern natürlich auch der Text, der da gesungen wird. Und wenn ich jetzt einen Text wiedergebe, der in großen Teilen identisch ist mit einem bereits existierenden Song, von Don McLean, dann wird das wohl eine Urheberrechtsverletzung sein oder es ist jedenfalls ziemlich naheliegend, dass das der Fall ist. Und da sehen wir schon das Problem, denn für unseren Nutzer ist das möglicherweise nicht erkennbar. Das funktioniert jetzt hier, weil eben Miss American Pie ein super bekannter Song ist, den man eben kennt. Und wenn man das Lied liest, Bye Bye Miss American Pie, dann hat man das schon richtig gehend im Ohr, dieses Lied. Aber es könnte auch sein, dass da ein weniger bekannter Song von Don McLean oder von irgendjemand anderem für diese Ausgabe, in dieser Ausgabe wiedergegeben wird. Und das ist dann vielleicht für Nutzerin oder Nutzer nicht erkennbar. Und dann habe ich als Nutzer ein Problem, denn ich habe plötzlich ein KI-System, das wirft jetzt etwas aus,
Bei dem es sich um ein urheberrechtlich geschütztes Werk handelt. Und wenn ich jetzt als Nutzer das weiterverwende, indem ich es beispielsweise vervielfältige oder öffentlich zugänglich mache, indem ich es auf die Webseite stelle, dann verwerte ich ein urheberrechtlich geschütztes Werk. Und dann muss ich mich fragen, darf ich das überhaupt? Und da werde ich in vielen Fällen zu dem Ergebnis kommen, dass ich das in dieser Situation wohl gar nicht darf. Selbst wenn eine Urheberrechtsschranke eingreift, müsste ich hier, wenn es eine urheberrechtlich relevante Nutzung von Miss American Pie ist, müsste ich ja mindestens mal eine vernünftige Quellenangabe machen, die hier gar nicht stattgefunden hat. Das heißt also, es ist durchaus vorstellbar, dass das passiert und es ist für Nutzer schlichtweg nicht erkennbar. Also auch bei einem Bildgenerator ist das nicht erkennbar, wenn ich dem sage, entwerfe bitte oder zeig mir ein Bild von einer Studierendengruppe, die auf einer Wiese vor einem Hörsaalgebäude sitzt, dann wirft mir das System ein Bild in mehreren Variationen aus, aber es ist für mich überhaupt nicht erkennbar. Die Personen, die dort abgebildet werden, ist das jetzt wirklich generativ erschaffen worden oder hat vielleicht unsere KI irgendwie einen Shortcut gemacht und hat festgestellt, oh, ich habe ja mal ein Bild gesehen, das ja genau diese Anforderungen erfüllt. Warum soll ich mir was Eigenes ausdenken, wenn ich mich doch an etwas erinnern kann, was ich mal gesehen habe, was hundertprozentig passt? Und da merkt man, das ist also relativ schwierig und für die Nutzer nicht zu sehen. Und wenn ich dann als Nutzer ein solches Werk verwerte, dann trifft mich als Nutzer, beziehungsweise je nach Konstellation, dann vielleicht auch, wenn es in der Hochschulsituation ist, vielleicht auch die Hochschule, dann als im Rahmen der Amtshaftung trifft dann tatsächlich diese Haftung für die Urheberrechtsverletzung. Und mit Haftung meine ich jetzt insbesondere, dass halt Unterlassungsansprüche beispielsweise geltend gemacht werden können, die halt ein bisschen unangenehm sind, weil sie halt unter anderem auch mit dem Ersatz von Anwaltskosten und sowas verbunden sein können. Also wir sehen, das ist durchaus ein Problem oder ist durchaus eine Situation, die eintreten kann, vor der man jetzt nicht unbedingt per se gefeit ist, nur weil man ein generatives KI-System verwendet. Dann schauen wir uns jetzt als letzten Punkt noch kurz die Frage Regulierungsbedarf und Regulierungsansätze eben im Bereich der urheberrechtlichen Regulierung von künstlicher Intelligenz an. Und da gehen wir jetzt so vor, dass wir diese drei Punkte, die wir gerade besprochen haben, dass wir die sozusagen von hinten nochmal nach vorne durchgehen, um das Ganze dann abzurunden. Und ich werde auch darauf achten, dass ich jetzt nicht allzu viel Zeit für diesen letzten Punkt in Anspruch nehme. Wir hatten uns ja zum Schluss als letzten urheberrechtlichen Punkt die Frage angeschaut, wie sieht es mit der Urheberrechtsverletzung aus? Also der Frage, muss ich denn eigentlich haften als Nutzender für eine Urheberrechtsverletzung durch ein KI-System? Ja, das muss ich, und zwar auch dann, wenn ich es nicht erkennen kann. Jetzt ist die Frage, wie kann ich das kompensieren? Gibt es da eine Möglichkeit, das zu kompensieren? Und das gibt es tatsächlich, aber letztlich nur über eine vertragliche Haftungsfreistellung. Also das sieht dann im Wesentlichen so aus, dass ich mit einem Anbieter, könnte jetzt OpenAI sein für ChatGPT, eine vertragliche Regelung treffe im Rahmen der Nutzungsbedingungen, die dann so aussieht, dass ChatGPT mir sozusagen zusichert, dass keine Urheberrechtsverletzungen stattfinden und wenn doch, mich dann von etwaigen negativen Folgen freistellt. Also im Prinzip so ähnlich wie bei einer Haftpflichtversicherung. Und es gibt jetzt auch erste Stockfotoanbieter, die das machen und die das nicht nur, weil das Problem mit der Haftungsfreistellung hat man ja schon immer, also auch bei Stockfotos vor allem, und die diese Haftungsfreistellung dann auch auf die KI-generierten Inhalte ausdehnen. So, der zweite Punkt, mit dem wir uns beschäftigt haben, war ja die Frage, wie es mit dem urheberrechtlichen Schutz von KI-Output aussieht. Und da haben wir gesehen, ah, Output als solcher ist halt nicht urheberrechtlich geschützt. Das ist natürlich ungünstig, vor allem für die Herstellerinnen und Hersteller von solchen generativen KI-Systemen. Die hätten es natürlich gerne, dass sie die Nutzung der Systeme nicht nur über den Zugang regulieren, also über den Account, sondern die würden das natürlich auch ganz gerne regulieren über die Werke, die dort ausgeworfen werden, dass die eben lizenziert werden müssen, was in bestimmten Fällen, also insbesondere wenn es urheberrechtlich geschützte Werke wären, für die Hersteller durchaus interessant wäre. Also dann könnten sie zum Beispiel auch an Ausschüttungen der Verwertungsgesellschaften teilnehmen und solche Geschichten. Also das wäre für die interessant. Und die Frage, ob das kommt, ist aus meiner Sicht eine politische Frage. Also es wird diskutiert, dass ein eigenständiges Leistungsschutzrecht für KI-Output kommt. Das wird dann so aussehen, also wenn es denn
kommen sollte, würde es, also ich muss jetzt ganz viel Konjunktiv besprechen, würde es wahrscheinlich so aussehen, dass das nicht vergleichbar ist mit dem Urheberrecht, dass das ein vielleicht zeitlich befristetes Recht ist, so ähnlich wie man es beim Leistungsschutzrecht für Presseverleger kennt, dass das vielleicht inhaltlich beschränkt ist, aber dass es einen umfassenden Schutz für KI-Output geben wird nach einem Eingriff des Gesetzgebers, halte ich persönlich für eher unwahrscheinlich. Das wird nicht kommen. Ist schon die Frage, ob überhaupt so ein eigenständiges Leistungsschutzrecht mal irgendwann kommt, ob denn da der politische Wille da ist, das zu tun. Und auch das bezweifle ich aktuell so ein bisschen. So, und dann versuchen wir jetzt den Bogen zu schließen. Wir hatten uns ja zu Beginn die Frage angeschaut, kann ich eigentlich fürs Training von einer KI urheberrechtlich geschützte Inhalte verwenden? Wir haben gesehen, das geht. Es gibt zwei Vorschriften, die das erlauben, die allerdings auch so ein paar Schwächen haben. Also zum Beispiel beim 44b, da gibt es ja diesen Rechtevorbehalt, den man erklären kann, wo immer fraglich ist, kriege ich das überhaupt hin? Wie kann ich das maschinenlesbar machen? Und da stellt sich die Frage, kann ich das irgendwie, gibt es da vielleicht eine Ergänzung dazu oder eine ergänzende Regelung? Und da wird sich in der Tat etwas tun und ist gerade schon auch angesprochen worden, durch den Herrn Besner, der AI Act oder die KI-Verordnung. Bin mal gespannt, welche Abkürzung sich durchsetzen wird im deutschen Sprachraum. Also die jetzt gerade durch den sich im Gesetzgebungsprozess, im europäischen Gesetzgebungsprozess befindet und eben bei der gerade letztes Wochenende ein Durchbruch erreicht worden ist. Also wir werden diese KI-Verordnung bekommen. Wir wissen noch nicht in jedem Detail, wie das wirklich dann am Ende aussehen wird. Das wird man jetzt noch sehen. Aber die Grundeinigung ist da. Und wenn man sich die Entwurfstexte ansieht, dann sieht man das auch für die generativen KI-Systeme, werden da Regelungen kommen. Ich habe mal eine Vorschrift jetzt rausgesucht, der 28b. Also das ist jetzt der Stand, nachdem sich das EU-Parlament geäußert hat. Ich vermute, dass diese Vorschrift in dieser Form oder in ähnlicher Form dann auch in der endgültigen Version wohl auftauchen wird. Und da ist eben vorgesehen, dass ein Anbieter von generativen KI-Systemen, dass die eben bestimmte Pflichten haben. Also die müssen so Transparenzpflichten nachkommen. Es muss eben gekennzeichnet werden, dass es ein KI-Inhalt ist. Gut, das ist jetzt für die urheberrechtliche Problematik nicht ganz so relevant, weil ich ja als Nutzender, wenn ich das eingebe, weiß ich ja, dass ich jetzt eine KI benutze. Gibt es so Pflichten, dass sichergestellt werden muss, dass es ein angemessener Schutz gibt, dass eben nicht gegen das Unionsrecht verstoßen wird. Das ist vor allem die datenschutzrechtliche Problematik, die da betroffen ist. Und dann gibt es im Buchstaben C, dass noch eine hinreichend detaillierte Zusammenfassung der Verwendung von urheberrechtlich geschützten Ausbildungsdaten dokumentiert und öffentlich zugänglich gemacht werden muss. Und das ist aus urheberrechtlicher Sicht natürlich sehr interessant, weil wir dann über diese Transparenzpflicht, wenn sie denn so kommt, tatsächlich einen Einblick erhalten in die Daten, die für die Erstellung des Korpus verwendet worden sind. Da sind wir bislang darauf angewiesen, dass eben die Hersteller von den KI-Systemen uns das offenlegen. Zum Teil wird das ja gemacht, dass dann gesagt wird, es wurden, was weiß ich, die Texte der Wikipedia verwendet oder andere frei zugängliche Texte. Und das muss nun etwas detaillierter dann gemacht werden, vor allem was die Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke betrifft. Und das wird an einigen Punkten dann für mehr Transparenz sorgen. So, jetzt bin ich mit meinem Vortrag auch schon am Ende angelangt. Es gibt natürlich auch von meiner Seite noch ein bisschen Literatur, die ich gerne empfehlen möchte. Es sind ein paar Beiträge dabei, die sich stärker so aus der juristischen Ecke oder aus der juristischen Fachliteratur mit der Frage beschäftigen. Andere Beiträge sind dabei, die aber auch so eher aus der Hochschulwelt kommen, die vielleicht für die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Veranstaltung heute etwas besser zugänglich sind. Ansonsten darf ich mich bedanken, dass Sie so aufmerksam zugehört haben und freue mich jetzt natürlich genauso wie der Herr Besner auch auf die Fragen und auf die jetzt anstehende Diskussion.